Hi, hier ist Matthias von die Praxis Family und heute geht es um das Lymphsystem, das völlig neu entdeckt wurde. Ja, das Lymphsystem, das lymphatische System oder die Lymphflüssigkeiten, das sind Bereiche in unserem System, in unserem Körper, die in der Medizin relativ stiefmütterlich behandelt werden. Über das Lymphsystem spricht so gut wie keiner. Es gibt selten bestimmte Spezialisten fürs Lymphsystem. Und das Lymphsystem ist immer so, dass nie drüber geredet wird, solange es nicht irgendwelche Schwierigkeiten oder Probleme gibt. Das hat das Lymphsystem an sich nicht verdient. Das Lymphsystem ist etwas Besonderes. Ihr müsst euch das folgendermaßen vorstellen: Alle eure Zellen, alle eure Organe, alle eure Bestandteile im Bindegewebe, all das badet im Lymphsystem. Das bedeutet, Blutgefäße als ein Beispiel sind niemals komplett direkt angeschlossen an eine Körperzelle, sondern die Blutgefäße enden in einer kleinen, winzigen, dünnen Kapillarschlaufe im Lymphsystem. Dort geht dann eine Arterie über und wird eine Vene. Und dieser Bereich ist ziemlich dünn, das heißt, da perforieren dann Sauerstoff hinaus und Nährstoffe hinaus und alles, was so wichtig ist im Blut für unsere Körperzellen, das kommt dann da aus den Blutgefäßen raus und geht in das Lymphsystem. Da geht es rein, in die Flüssigkeiten. Und diese Flüssigkeit, da drin wabbelt dann dieses ganze Zeug rum, also die Sauerstoffmoleküle und Nährstoffe und Vitamine und alles wabbelt dann so in dem Lymphsystem rum und wird dann quasi passiv absorbiert von den Körperzellen. Es gibt ansonsten keine Verbindung für die Körperzellen zum Blut und es gibt sonst keine Möglichkeit für die Körperzellen an Nährstoffe zu kommen, außer durch das Lymphsystem. Das muss man sich wirklich mal auf der Zunge zergehen lassen. Das heißt, immer wenn wir davon sprechen, dass eine Zelle übersäuert oder irgendwie falsch versorgt wird oder, dann reden wir immer von den Rezeptoren der Zelle oder von Dingen in der Zelle, die nicht funktionieren. Aber selten spricht mal jemand vom Lymphsystem, das ja eigentlich die Hauptversorgungssubstanz ist. Das Zweite, was phänomenal ist beim Lymphsystem, dass es gleichzeitig auch der Bereich ist, in dem die Körperzelle ihre ganzen Giftstoffe schiebt. Also wenn innerhalb der Zelle Prozesse entstehen, wo Stoffe entstehen, die harnpflichtig sind oder stuhlpflichtig, also die einfach raus müssen aus dem Körper, dann kommen die erstmal von der Zelle in das Lymphsystem rein. Und das ist wiederum ein Phänomen, denn das Lymphsystem kann beides. Also es transportiert quasi Schadstoffe und Nährstoffe. Und da kommt schon ein ganz wichtiger Punkt. Wir haben eben nur dieses eine Lymphwasser. Und ähnlich wie ein Aquariumwasser muss auch das Lymphwasser in irgendeiner Form gereinigt und gefiltert werden. Da kommen wir gleich noch drauf. Aber zunächst mal einfach die Wichtigkeit des Lymphsystems. Wenn es Versorgungsschwierigkeiten insgesamt irgendwo im Körper gibt, dann ist es häufig als Ursache einfach auch das lymphatische System und die Lymphflüssigkeit, die nicht optimal aufgebaut oder strukturiert ist oder nicht richtig fließen kann, nicht richtig im Durchlauf ist. Kommen wir aber einmal zu dem, was das Revolutionäre ist. Das alte Verständnis von dem Lymphsystem, ich möchte jetzt hier nicht zu medizinisch werden, aber das alte Verständnis vom Lymphsystem sieht so aus, dass man an Lymphgefäße glaubt. Man glaubt, es gibt Gefäße, Lymphgefäße, in denen die Lymphflüssigkeit von den Beinen hoch bis zum Herzen geht und vom Kopf und den Armen auch wieder bis zum Herzen. Da gibt es dann eine Vene, ne, von unten oder von oben. Und diese Vene sorgt dann dafür, dass das Ganze ins Herz reingeleitet wird und dann in den Blutkreislauf zurückkommt. Es ist vielleicht noch entscheidend zu wissen, dass die Lymphflüssigkeit im Grunde genommen abgepresste Flüssigkeit aus dem Blut ist. Es ist eigentlich Blut, nur ohne rote und weiße Blutkörperchen. Es ist einfach nur so Blut, also dieses Serum. Und das heißt, wir haben nicht nur 5 bis 6 Liter Blut im Körper, sondern auch noch eine gewisse hohe Literanzahl an Lymphflüssigkeit im Körper. Das ist spannend, also ich finde das spannend. Aber was ist entscheidend? Das alte medizinische Denken, so wird es auch heute noch in den Lehrbüchern an den Universitäten gelehrt. Das alte medizinische Denken sagt im Grunde genommen Folgendes. Die Lymphflüssigkeit geht ins Herz und vom Herzen dann geht sie in den Blutkreislauf und kommt dann wieder ins Blut zurück und wird dann irgendwann wieder abgepresst im Bindegewebe. Das ist Quatsch. Stellt euch bitte Folgendes vor. Das ganze Lymphsystem sammelt ja den kompletten Dreck aus dem Körper.
Aus welchem Grund sollte so ein genialer Organismus, wie wir den haben, hergehen und den ganzen Schmutz und Dreck zuerst mal ins Herz leiten, dann ins arterielle Blutsystem, also durch die ganzen Muskeln und Gewebestellen durch und dann erst irgendwann wieder in die Peripherie? Warum sollte das passieren? Warum sollte der Körper so komische Dinge tun? Das ist höchst unlogisch und ein Arzt, der das entdeckt hat, ein genialer Mann war Dr. Barth. Dr. Barth hat entdeckt, einfach neu geforscht, dass das Lymphsystem in so einer Weise nicht funktionieren kann. Und für ihn ist es ganz klar und es ist auch tatsächlich nachgewiesen worden, dann radiologisch und mit anderen Messmethoden, das Lymphwasser sammelt sich im Bauch. Dort gibt es den sogenannten großen Lymphsee. Und dieses Lymph, diese Wasseransammlung findet statt in dem Gewebe, wo der Dünndarm aufgehängt ist, das Mesenterialgewebe. Daran ist der Dünndarm aufgehängt und da rein sammelt sich die Lymphflüssigkeit vom Körper oben runterwärts in den Bauch und von den Beinen hochwärts in den Bauch. Dort wird es dann aufgenommen von dem Gewebe und wird über die Pfortader direkt in die Leber gepumpt. In der Leber wird jetzt alles, was harnpflichtig ist, was dreckig ist, was raus muss, erstmal rausgefiltert. Das ist nämlich die Aufgabe von der Leber. Und Nährstoffe, die noch drin sind, unter Umständen werden wieder recycelt und gehen dann zurück ins Blutsystem. Und diese Lymphflüssigkeit geht dann ins venöse Blut und wird dann über die Vene ins Herz gepumpt, was auch logisch ist. Und dann wird das erste Mal dieses frische Serum oder Blut oder Flüssigkeit wird dann erstmal mit Sauerstoff versehen und kommt dann überhaupt gereinigt und sauber in den arteriellen Blutkreislauf. Ja? Also es wird nicht irgendein Abgas oder irgendein Dreck durchs Blut gepumpt, sondern es wird erstmal gereinigt. So viel zu neu und alt. Aber dieses neue Wissen bringt einige neue Ideen mit sich, nämlich, dass man hergehen muss und überlegen muss, was kann man denn jetzt machen, damit die Lymphflüssigkeit besser fließt, besser funktioniert, was für Probleme hängen da eigentlich dran. Naja, wenn wir mal uns Krankheiten anschauen, Verspannungen, fasziale Probleme, aber auch Stauungen, die wir haben, Wassereinlagerungen, die wir haben können in den Beinen, im Körper, überall, aber auch die organischen Schwierigkeiten, wenn irgendwas zu wenig Sauerstoff abkriegt oder wenn irgendwas zu wenig Nährstoffe abbekommt, dann hat das immer auch irgendwie mit der Lymphe zu tun. Gleichzeitig, wenn ich mich entgiften möchte, wenn ich also zu viel Toxine im Körper habe, wenn ich Quecksilberfüllungen im Mund habe oder andere Dinge, dann ist es wichtig, dass ich ans Lymphsystem denke. Und es gibt eine Möglichkeit oder verschiedene Möglichkeiten, das zu verbessern. Und das Erste, was wichtig ist, ist das Verständnis, dass Lymphe quasi eine Flüssigkeit ist und wir müssen Flüssigkeit aufnehmen, also genug trinken. Und zwar nicht Cola oder Apfelschorle, sondern Wasser. Und auch am besten stilles Wasser. Denn das ist das, was der Körper am besten aufnehmen kann, im Idealfall nicht aus der Plastikflasche. Das Zweite, was fürs Lymphsystem wichtig ist, ist Bewegung. Ja, es ist wichtig, dass ihr grundsätzlich in Bewegung seid. Denn wir haben keine Lymphgefäße, sondern wir haben sogenannte Lymphspalten oder Lymphbereiche, wo die Lymphe sich bewegen kann. Und wenn Bewegung da ist, dann kommt alles in Fluss. Dann bewegt sich das alles. Es ist aber nicht so, wie die Schulmedizin behauptet, dass wir die sogenannte Muskelpumpe haben und brauchen, sondern dass es so ist, dass über eine neuartige physikalische Entdeckung, nämlich die vierte Phase des Wassers, das ist jetzt, würde zu weit führen, das jetzt alles auszuführen, aber Professor Dr. Pollack hat das entdeckt. Da ist es so, dass man weiß, dass das Lymphwasser im Grunde genommen durch bestimmte Elektronenladungen einfach sich bewegt von alleine. Es kann diese Ladungen annehmen im Körper und bewegt sich von alleine. So ein bisschen ähnlich, wie wenn ihr eine Rolle Klopapier in Wasser stellt und es saugt sich nach oben das Wasser. So ungefähr funktioniert es mit der Lymphflüssigkeit im Körper. Also das heißt, Bewegung unterstützt das Ganze, aber auch wenn wir liegen, haben wir trotzdem eine Lymphbewegung, einen Lymphfluss. Bewegung. Das nächste, was wichtig ist, ist Licht. Infrarotlicht vor allem, aber eben auch Sonnenlicht bringt einfach Lymphe in Bewegung. Und dann gibt es natürlich das, was die Lymphe verklebt. Wir sollten die Dinge vermeiden, die unsere Lymphflüssigkeit klebrig und bappig macht. Dazu gehören alle Proteine, die irgendwie da nicht reingehören. Das sind vor allen Dingen die Milchproteine. Das heißt, bitte keine Milch mehr trinken oder keine Milchprodukte mehr essen. Das lässt die Lymphe nämlich schön flüssig bleiben. Das zweite ist alles, was uns übersäuert.
Alles, was uns übersäuert, bringt unsere Lymphflüssigkeit dazu, dass sie nicht mehr so gut fließen kann. Und alles, was übersäuert, sind vor allen Dingen die ganzen tierischen Lebensmittel. Also lass die bitte weg. Aber Zucker gehört auch dazu. Vielleicht auch das Getreide und glutenhaltiges Getreide, das muss man dann austesten. Vor allen Dingen ist es aber meistens der Weizen. Alkohol ist natürlich auch ein No-Go, das übersäuert die Lymphe, wenn man es regelmäßig trinkt. Wenn ihr mal irgendwann einmal im Monat irgendwo einen Wein trinkt, das macht den Hering nicht fett, aber es geht um die Regelmäßigkeit. Das ist wichtig, dass die Lymphe nicht übersäuert und dass sie nicht verklebt. Also keine tierischen Lebensmittel mehr. Dann schafft ihr es, dass ihr aus diesen Maßnahmen heraus schon die Lymphe zum Fließen bringt. Was aber ganz entscheidend noch ist, es gibt Verklebungen, die kann man so nicht lösen. Und diese Verklebungen, die löst man mechanisch mit einer Methode. Wir nennen das die Sophia-Matrix-Methode. Entwickelt hat es die Ariane Sappe zusammen mit Dr. Klinghardt. Sie hat gelernt bei Dr. Barth und hat es dann weitergeführt, weiterentwickelt durch andere Lehren, die sie mit hineingezogen hat und hat dort eine geniale Methode entwickelt, um die Lymphe am ganzen Körper wieder ins Fließen zu bringen, um also Verklebungen und Lymphhindernisse aufzubrechen. Das ist das, was die normale Lymphdrainage nicht machen kann. Denn normale Lymphdrainage schubst quasi die Lymphflüssigkeiten nur über die Hindernisse hinweg. Das ist auch manchmal sinnvoll und gut, aber wenn ich wirklich nachhaltig arbeiten will, muss ich diese Hindernisse brechen. Und das macht man mit der Sophia-Matrix-Technik. Da gibt es Therapeuten in ganz Deutschland, die das gelernt haben. Wir machen es hier in der Praxis auch. Also ihr seid herzlich willkommen, da dran zu arbeiten. Okay, das war's zum Thema Lymphe. Wenn die Lymphe denn dann gut fließt, dann sind plötzlich Dinge wie chronische Kopfschmerzen, Verspannungen, Gelenkschmerzen, Probleme mit den Organen im Bauch, Versorgung, Wassereinlagerung, dicke Füße, dicke Beine. Solche Symptome können dann komplett verschwinden oder besser werden, wenn man die Lymphe wieder gut zum Laufen bringt. Hey, das war's von meiner Seite. Ich wünsche euch alles Gute. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben, abonniert unseren Kanal. In dem Sinne alles Liebe, alles Gute von mir und von der Praxis Family. Ciao.